nicht fliegen. Und das ist dann wieder das Argument, dass man noch mehr Geld dafür ausgibt. Da ist die CDU aber voll dabei. Sie haben auch immer unterstützt diese völlig irre Sanktionspolitik. Ich meine, dass die Energiepreise so hoch sind, hat ja etwas damit zu tun, dass wir uns hier selber richtig... Ja, jetzt kommt ein neues Thema, weil man diese ganzen relevanten Sachen nicht unterbringen muss, konnte, weil man hier über irgendwelches politische Klein-Klein oder über, ja... über Bürgergeldempfänger, die ein paar hundert Millionen zu viel kriegen, reden musste, anstatt über die großen Linien, da wo wirklich Geld verschwendet wird, da wo gerade wirklich unsere Wirtschaft zerstört wird. Ich meine, wenn die Industrie schrumpft, dann brechen natürlich auch die Steuereinnahmen ein. Das sollte denen, die ja, die hier jetzt rumjaulen, dass wir irgendwelche Schuldenregeln nicht einhalten, auch mal klar sein. Und wenn im Verteidigungssektor Geld verschwendet wird, dann ist das völlig egal. Also dann muss natürlich genug investiert werden. Aber wer redet von unserem kaputten Schienen- oder Straßennetz oder unserem maroden Gesundheitssystem oder dem Zustand der deutschen Schulen? Also ja, niemand redet davon. Aber die Rüstungsindustrie, auf die lassen wir nichts kommen. Also Bürgergeldempfänger, da guckt man das letzte Geld, was man irgendwie zusammenkratzen kann. Die sollen so schlecht behandelt werden, wie es irgend geht. Aber die Rüstungsindustrie, die Arme, da darf man doch keinen Fall einsparen. Also selbst wenn da Jahr um Jahr neue Rekordgewinne eingefahren werden angesichts der aktuellen Aufrüstung, dann darf man auf keinen Fall Einsparungen vornehmen. Ins Knie schießen seit zwei Jahren. Das ist doch ein Problem. Waffen. Wir könnten doch wir sind auf jetzt die Energiepreisbremse beim... verzichten, wenn die Energie billiger wäre. Das ist ein politischer Aschermittwoch. Das ist jetzt gerade... Minuten und kann einmal über alles reden, was man so, hat. Und nein, das geht tatsächlich ja nicht. Nein, wenn man einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führt, dann sollte man zumindest alles dafür tun, um die Schäden in Grenzen zu halten. Also beispielsweise durch Energiepreisbremsen. Wenn man das nicht will, wenn man nicht dazu bereit ist, die wirtschaftlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Schäden eines solchen Wirtschaftskrieges in Grenzen zu halten, dann ist das nochmal ein Grund mehr, so einen Krieg nicht zu beginnen. Also mal abgesehen davon, dass es eine bescheuerte Idee ist, solche Wirtschaftskriege zu beginnen. Aber wenn man nicht mal bereit ist, die Schäden in ertragbaren Grenzen zu halten, wenn man sagt, ja, ich beginne jetzt diesen Wirtschaftskrieg, ich fahre unsere energieintensive Industrie an die Wand, liebes Volk, wie ihr mit den wirtschaftlichen Problemen klarkommt, seht selbst zu. Wenn man das sagt, dann ist das das ist wirtschaftlicher Selbstmord, was die Bundesregierung da gerade macht. Und das muss man kritisieren dürfen. Das müsste schon viel früher angesprochen werden müssen. Also man kann Wagenknecht nur loben, dass sie hier endlich mal die großen Linien anspricht. Weil wir jetzt nicht auch noch die große Frage stellen wollen, ob das ein sinnvoller oder nicht sinnvoller Krieg ist, den Putin... Okay, ich lasse ihn mal fortsetzen. Das ist Arne Böses. ...den gegen die Ukraine da führt. Der Westen beginnt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ich rede ja jetzt mal vom Ukraine-Krieg, obwohl Wagenknecht davon nie gesprochen hat. Oh Gott. Also wirklich, diese Moderatorin muss weg. Das ist ja wirklich übelste Propaganda, was die uns gerade auftischt. Das ist ja genauso schlimm wie das, was ich letztens bei Anne Will gesehen habe. Die kannst du alle über einen Kamm scheren. Furchtbar. Es ist allerdings, Frau Ammann, für diese Regierung natürlich ein Tabu, dass erstens unbedingt in die Verfassung, in die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes gezahlt werden muss und dass es endlich eine verteidigungsfähige Bundeswehr braucht. Verteidigungsfähig? Ja, gegen wen sollen wir uns denn verteidigen, wenn Liechtenstein vielleicht die Großinvasion plant? Vielleicht wollen die Dänen ja auch die Teile von Schleswig-Holstein zurück, die sie im dänisch-preußischen Krieg verloren haben, 1860ern verloren haben, die sie nach dem Ersten Weltkrieg nicht vollständig zurückerhalten haben. Ja, das wird es sein. Also ganz ehrlich, erzähl es mir, gegen wen müssen wir uns verteidigen? Welches unserer Nachbarländer plant demnächst eine Invasion auf Deutschland? Also das ist so albern, es ist so absurd, worüber hier debattiert wird. Und es ist völlig klar, dass es eine Unterstützung für die Ukraine weitergeben muss. Und es ist völlig klar, dass wir diesen Stellvertreterkrieg am Laufen halten müssen. Am Ende wird es ja sein, dass keine Menschen mehr sterben. Und die Ukraine wieder aufgebaut wird. Das wäre ja furchtbar. Und am Ende könnte es ja so auch dazu bekommen, dass hier in Deutschland die Politiker Oberwasser bekommen, die fordern, dass wir wieder Handel mit Russland treiben und da die billige Energie herausgezahlt. Nein, also sowas geht auf keinen Fall. Wir müssen immer schön Krieg führen, immer neue junge Generation verheizen, möglichst weiter Krieg führen. Die Geschäfte der Rüstungsindustrie müssen laufen. Die Interessen der USA müssen bedient werden, wenn man was anderes macht. Also das geht gar nicht. Das geht außer Frage, dass so eine Politik gemacht werden muss. Sehen Sie eine Gefahr, dass das bröckelt? Ja, ich sehe absolut eine Gefahr, dass das bröckelt. Und da spielen
hört immer Stimmen in Polen an. Die sind richtig beleidigt von uns, fordern schon wieder Billionen. Die können gerne Millionen Reparationskosten fordern, die bekommen sie halt nicht. Aber ja. Natürlich Personen wie Sie eine entscheidende Rolle, weil, Entschuldigung, ich fand das jetzt wirklich erhellend, wie Sie gerade hier aufgetreten sind. Also, zumal Polen ja eines der Länder ist, was wirklich großzügigst entschädigt wurde. Also nach dem Ersten Weltkrieg wurde Polen überhaupt erst auf ehemals deutschem und russischem Gebiet gegründet. Vorher gab es nämlich überhaupt kein Polen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die ganz Ostpreußen geschenkt bekommen und da wurde dann größte Teile vom Ostpreußen, einen ganz kleinen Teil, den hat sich die Sowjetunion dann noch gekrallt, also den Teil im Königsberg. Polen hat dann Ostpreußen bekommen und da die deutsche Bevölkerung vertrieben, um da Polen anzusiedeln. Also das war die polnische Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. Also in Griechenland, also ein Land, was wirklich nicht gut entschädigt wurde, da jetzt noch Reparationen fordert, würde ich sagen, ja, können wir drüber reden. Aber Polen wurde mit Land entschädigt. Also Polen hat riesige eigentlich deutsche Gebiete bekommen. Bundeswehr muss gestärkt werden, sie muss finanziert werden, aber nicht in dem Ausmaß. Also das heißt, sie muss in der Lage sein, unser Land zu verteidigen. Jetzt wurde ein erster finanzieller Beitrag geleistet, dass die Bundeswehr in der Lage ist, das Land zu verteidigen. Gegen wen müssen wir uns verteidigen? Nennt mir irgendein Land, was plant, uns anzugreifen, außer jetzt vielleicht Polen. Also die fordern Reparationen. Also da müssen wir, ich würde sagen, da sofort 100 Milliarden in die Bundeswehr und die Asien. Ja. Verteidigen wieder, langsam in ein paar Jahren. Das ist Frau Wagenknecht zu viel. Und sozusagen, man robbt sich an der... Ja, den Deutschritterorden würde ich jetzt auch nicht so positiv sehen. Also der hat auch viele Massaker in der Region begangen an den Stämmen, die da vorher gelebt haben. Aber das liegt ja noch ein bisschen weiter zurück. Also ja. Das NATO-Ziel heran. Sie sind eigentlich gegen die NATO, haben aber, glaube ich, auch noch nie den NATO-Austritt gefordert, sicherheitshalber, weil dann nämlich einige Leute in Ihrer neuen, noch nicht existierenden Partei total ausflippen würden. Also ich habe von Ihnen noch nie irgendwie gehört, raus aus der NATO. Ja, raus aus der NATO, das könnte Bank nicht. NATO, sagen. Aber Sie sind gegen die NATO. Also ich finde, dass... Die NATO sollte durch ein europäisches Sicherheitsbündnis unter Einfluss Russlands ersetzt werden. Das ist ein Beispiel, wie das ist eine populistische Thema. Nummer, die Sie hier fahren. Nein, das ist keine populistische. Und da fragen Sie. Ja, Wagenknecht ist für eine europäische Friedensordnung. Hauke Ritz und Ulrike Gero, also das ist jetzt nicht von Wagenknecht, sondern von den beiden haben beschrieben, wie man das zustande bringen könnte. Erstmal Waffenstillstand in der Ukraine und unabhängig, wie man die Ukraine dann genau aufteilt, wie man den Status dann genau regelt, das zu einem Teil einer neuen europäischen Friedensordnung machen, die über bilaterale Abkommen zwischen der Eurasischen Union und der EU hergestellt wird. Also eine langsame Wiederannäherung zwischen Eurasischer Union und EU. Das ist laut Meinung von den beiden, von Hauke Ritz und Ulrike Gero, die haben das in ihrem Buch Endspiel Europa vorgeschlagen, die realistischste Option, um zu einer langfristigen Friedensordnung in Osteuropa zu kommen. Also wenn so die direkte Verhandlung mit Russland über NATO-Beitritt, über ein direktes Sicherheitsbündnis unter Beteiligung Russlands, die sind durch den Ukraine-Krieg doch in weite Ferne gerückt. Das heißt, am realistischsten wäre es tatsächlich, Abkommen zwischen der EU und der Eurasischen Union, in der ja auch nicht nur Russland drin ist, zu schließen, um Abrüstung hinzukriegen, um eine gemeinsame Friedensordnung in Osteuropa herzustellen, um da die Einflusszonen abzudecken, um vielleicht auch festzulegen, welche Länder neutral sind. Also bei solchen Ländern wie der Ukraine, wie Georgien, Moldawien, die auf der Kippe stehen, da könnte man ja auch sagen, die sind neutral, da herrscht ein Interventionsverbot von beiden Seiten. Wir regeln auch diese Territorialkonflikte, die es da gibt. Also das könnte man ja machen. Also ich glaube, es ist doch also, kein... Aber die, was bei den Leuten hängen bleibt, ist, es gibt... Also Dummerhaube, ich würde das mal leicht anzweifeln, dass China auf dem Stand von vor 2000 Jahren wäre, wenn die Japaner, also vor allem die Japaner, vorher waren ja die Europäer mit da nicht alles kurz und klein geschlagen hätten. Also das würde ich mal zumindest leicht in Zweifel ziehen. Irgendwie zu viel Geld für die Bundeswehr und das geht auf... Und auch der Nahe Osten, der sähe heute wahrscheinlich wesentlich besser aus, wenn es den europäischen Kolonialismus da nicht gegeben hätte. Also der war ja vorher unter osmanischer Herrschaft und ja... So, ich rede eher von Afrika. Ja, Afrika, da gab es ja keine Großreiche. Also Kolonialismus war ja vor allem da erfolgreich, wo es keine Großreiche gab, die sich dem erfolgreich entgegenstellen konnten. Also Indien beispielsweise, da ist ja das Mongolreich zerbrochen, bevor die Briten da ihre große Eroberungskampagne gestartet hatten. Und deswegen konnten die Briten sich
das so einfach untertan machen, weil sie die regionalen Könige gegeneinander ausspielen konnten, beispielsweise. Also in Afrika, da hattest du ja sowieso, ja, es gab in der afrikanischen Geschichte immer mal wieder Großreiche, aber zu der Zeit, wo die Europäer da eingefallen sind, ja, Abessinien hattest du da vielleicht noch. Abessinien hattest du da vielleicht noch ein Reich, was Widerstand leisten konnte, aber sonst konntest du dir das halt relativ leicht unterteilen. Wir brauchen jetzt nicht nur vom Kolonialismus anfangen. Also ich glaube, wir reagieren weiter auf die Sendung hier, sonst reden wir hier morgen noch. Unsere Kosten und der kleine Mann wird geschröpft deshalb. Ja, aber und dann das reden wir doch die mal im Ukraine, Detail darüber, liegen auf der faulen Haut wie Beschaffung im Verteidigungswesen ist. Und liegen. Ja, was soll man zu Amann jetzt sagen? Strohmänner gegen Wagenknecht, um nicht über die wichtigen Probleme reden zu müssen. Deswegen unterstellt man Wagenknecht irgendwas, was sie nie gesagt hat. Also wie gesagt, über eine europäische Friedensordnung sollte man vielleicht mal eine eigene Talkshow machen. Macht man natürlich nicht. Uns auf der Tasche. Und das führt auch dazu, dass der Rückhalt für die Ukraine bröckelt natürlich, weil die Leute sagen, wie lange sollen wir das noch finanzieren? Wie lange können wir uns das noch leisten? Dass aber Russland mit seinem Angriffskrieg auch eine Bedrohung für uns ist, auch für natürlich die westlichen Demokratien. Ja. Deswegen sollten wir endlich Frieden mit Russland schließen. Deswegen sollten wir endlich ja, uns mit Russland ins Benehmen setzen und Kompromisse schließen, Osteuropa, also die Einflusszonen abstecken, damit es eben zu solchen Kriegen nicht mehr kommt. Demokratien, das wird dadurch natürlich total ignoriert. Aber bei Ihnen ist das ja ohnehin ja, es gibt ein einen Argument, Punkt, Frau mit dem man Wagenknecht, machen wir es weiterkommt. doch mal so. Es gibt einen Punkt, da ist die Warte, den letzten Satz möchte ich jetzt noch mal hören. Sie hat irgendwas mit Demokratie gesagt. Natürlich die westlichen Demokratien, das wird dadurch natürlich total ignoriert. Aber bei Ihnen ist das ja ohnehin ja, aber es gibt auch faulen Haut wie und Beschaffung im liegen Verteidigungs auf seinem Angriffskrieg auch eine Bedrohung für uns ist, auch für natürlich die westlichen Demokratien. Russland ist eine Bedrohung für die westlichen Demokratien. Also beispielsweise so eine Demokratie wie in der Ukraine, wo wer Selenskyj kritisiert, 15 Jahre in den Knast gesteckt wird oder unter Hausarrest gestellt wird und dann auf die Todesliste vom ukrainischen Geheimdienst kommt und dann kommen ja irgendwelche SPU-Leute oder faschistische Milizen bei einem zu Hause vorbei, verprügeln einen, drohen einen mit dem Tod. Also das ist westliche Demokratie. Was soll man dazu sagen? Ich sehe gerade ganz viele rote Fäuste im Chat. Proletopia hat mich gerade geradet. Grüße an Proletopia. Danke für die ganzen Leute, die du mitgebracht hast. Ich habe gesehen, ihr hattet heute einen Talk mit Skuros. Seid gegrüßt, liebe Fans von Proletopia. Wir reagieren hier gerade auf ja, auf Maybrit Illner, wo es um die Schuldenbremse geht, um das aktuelle Haushaltschaos. Und das zentrale Problem, das zeige ich euch nochmal, die Unternehmen sind in Deutschland Nettosparer, die Unternehmen legen Geld zurück, die Unternehmen investieren nicht, sondern sie sparen. Und in so einer Situation hat man einen Anschlag auf die Verfassung, einen Anschlag auf unsere wirtschaftliche Situation gemacht, einen Anschlag auf ja, unseren Wohlstand, indem man die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben hat. Eine völlig irre Regelung, die da nichts zu suchen hat, die dafür sorgt, dass der Staat keine rationale Haushaltspolitik machen darf. Seht euch die Grafik an, die Unternehmen sind Nettosparer in Deutschland seit 20 Jahren mittlerweile schon. Eine absolute Katastrophe. Und in dieser Situation hat die Große Koalition damals gesagt, so, wir schreiben jetzt unsere Idiotenprojekte, unsere idiotischen neoliberalen Ideologieprojekte in die Verfassung. Darüber debattieren wir gerade. Und die wichtigen Linien, die wurden natürlich nicht angesprochen. Sarah Wagenknecht, Jens Jüdekom haben es manchmal versucht zu erwähnen, dass wir, ja, wie katastrophal die Situation in Deutschland ist. Ihr seht, die Produktion in der Industrie mehr als 10% geringer als 2018. Die Produktion in der energieintensiven Industrie sogar 20% geringer. Wo waren wir? Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe. Hier auch, ja, mehr als 10%, fast 15% geringer als 2018. Ist auch eine absolute Katastrophe. Also wir rauschen in den Abgrund und die Regierung tut alles dafür, um das noch weiter zu verschärfen durch die irre Sparpolitik, die sie gerade betreibt. Das ist die Situation, über die wir gerade reden. Weiter im Text. Das wird dadurch natürlich total ignoriert, aber bei Ihnen ist das ja ohnehin. Ja, Unternehmen bauen Rücklagen auf. Es gibt einen Punkt, Frau mit dem Wagenknecht, man machen wir es weiterkommt. doch mal so. Es gibt einen Punkt, da ist die SPD offensichtlich nicht nur gefühlt, sondern de facto auf ihrer Seite, nämlich die Steuern. Ja, welche Mikropro? Also hört sich mein Mikrofon komisch an, weil es gerade einer im Chat schreibt. Das müsste doch, also du bist der Erste, der sich heute zu beschwert. erhöhen für besonders Reiche. Und das hat Herr Kühnert von sich aus jetzt nicht in die Debatte geworfen, aber ich frage noch mal danach, Ihnen sehr dankbar. mit welcher Verve glauben Sie, dass Sie das durchbekommen? Und sehen Sie irgendeine Chance davon, dazu, dass es einen nennenswerten Beitrag zur Auflösung dieser Haushaltskrise sein wird, die Steuern für die Reichen zu erhöhen in diesem Land? Gut, dann müssen Sie die Frage. Das kommt nicht, Christian Lindner hat es abgelehnt. Punkt.
Es wird nicht kommen. Es ist eine Blendgranate. Also ja, eine Steuer für die Reichen können wir hören. Und die SPD würde das auch nicht machen, wenn sie alleine regieren würde. Also SPD und Grüne, für die es vergessen haben, die haben 2000 die Steuern für die Reichen massiv gesenkt, den Spitzensteuersatz, die Unternehmenssteuer. Der Unternehmenssteuersatz hat sich in Deutschland von den 90ern bis in die 2000er halbiert. Der Unternehmenssteuersatz lag in Deutschland mal bei 60%, war einer der höchsten weltweit. Die Unternehmen waren netto Schuldner zu der Zeit. Heute sind sie netto Sparer, wo der Unternehmenssteuersatz sich halbiert hat. Also da sieht man auch mal, dass solche Unternehmenssteuersenkungen gar nicht dazu führen, dass die Unternehmen mehr investieren würden, sondern ganz im Gegenteil. Auch die Investitionsquote der Unternehmen, egal ob man sich jetzt Nettoanlageinvestitionsquote oder Bruttoanlageinvestitionsquote anguckt, gesunken. Sie ist gesunken. Also es ist ja eine einzige Katastrophe in diesem Land. Wo die Steuern für die Reichen wurden gesenkt und die Unternehmen investieren nicht mehr. Und das von der SPD. Und die SPD, die fordert jetzt, ja, wir sollten die Steuern für die Reichen erhöhen in der Situation, wo sie genau weiß, sie wird das nicht durchbringen. Die SPD verkauft uns alle für dumm, so wie sie uns immer für dumm verkauft, wie das beim Mindestlohn war, wie das immer ist. Das ist eine absolut verlogene Partei und wir können jetzt nochmal hoffen, dass Südukum oder Wagenknecht da gleich reingrätschen. Denn das ist ja einziges Trauerspiel. Also, dass Kühnert hier ja uns für dumm verkaufen will.